Der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Eine Lektion, die uns doch herausfordern kann, wenn wir sie denn beim Wort nehmen. Was siehst du? Was siehst du, wenn du in die Welt schaust? Siehst du dort des Schöpfers Sanftmut oder deine eigenen Konzepte? Deine eigenen Konzepte sind Illusionen, sind Träume, deine eigenen Überzeugungen und Meinungen. Und deshalb kannst du nur des Schöpfers Sanftmut sehen. Du kannst nur des Schöpfers Liebe, Freude, Schönheit, Glück sehen. Alles andere ist nicht sehen, alles andere ist Bilder machen. Es ist wie wenn du einen Film anschaust, dir ein paar Bilder anschaust, die in deiner Erinnerung sind. Du schaust einfach Bilder aus der Erinnerung an. Denn alles, was du siehst, sind Erinnerungen. Bilder aus der Vergangenheit. Und so können wir an wunderbaren Orten sein und den jetzigen Augenblick genießen und uns vorstellen, wie es ist, wenn wir wieder nach Hause gehen. Und diese Vorstellung beinhaltet wieder und erneut die alten Bilder aus der Vergangenheit. Du erwartest, was du dir wünschst. Und du findest immer vor, was du dir wünschst. Denn nichts kann ohne deinen Willen, ohne dein Einverständnis zu dir kommen. Nichts. Ausnahmslos nichts. Die Welt reagiert immer so, wie du sie haben möchtest. Deinen Vorstellungen entsprechend. Deinem Traum entsprechend. Du hörst diese Worte? Und was machst du mit ihnen? Lässt du sie einfach weiterziehen? Oder möchtest du mit diesen Worten wirklich arbeiten? Selbsterforschung betreiben? Dies bei dir selbst herausfinden, ob dies wirklich so ist? Denn hier wird dir etwas gesagt, was deine ganze Welt auf den Kopf stellt, was dein ganzes Leben beendet. Deine Idee von Leben wird beendet, wenn du diesen Worten wirklich Aufmerksamkeit gibst. Und so kann die Frage gestellt werden, was bist du? Bist du dieser Traumkörper in einer Traumwelt mit all den dualen Erfahrungen? Oder bist du des Schöpfers Sanftmut, die du in der Welt erblickst? Das ist nun mal, wenn wir uns dorthin begeben, wenn wir des Schöpfers Sanftmut in allem sehen wollen, dann lassen wir unsere Konzepte, Überzeugungen und Meinungen los. Wir können sie nicht mehr bedienen, denn solange ich sie noch bediene, solange bleibe ich im Traum verhaftet, der sich so wirklich anfühlt, in dem ich leiden kann, indem ich meine inneren Schmerzen ausagieren kann und so weiter. Ich habe in der Tat die Welt missverstanden,
weil ich ihr meine Sünden auferlegte und diese auf mich zurückblicken sah. Ah ja, ich habe die Welt total missverstanden. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Und dann glaube ich, in dir ist der Fehler. Und dann glaube ich, ich müsste dir vergeben, was du mir angetan hast. Und das ist keine Vergebung. Vergebung beinhaltet in der Konsequenz, dass ich in dir meine Denkfehler sehe und du sie mir aufzeigst und ich mir letztendlich selbst vergebe und anerkenne, es ist nie geschehen. Es war nur ein Gedankenfehler, an den ich geglaubt habe. Es war nur ein Denkfehler. Und dieser Denkfehler, den kann ich berichtigen. Du wirst vielleicht sagen, ja, aber ich bin doch nicht dieser Vergewaltiger. Ich bin doch nicht dieser Mörder. Ich bin doch nicht dieser Betrüger oder diese Person oder was auch immer. Aber du wirst die Gedanken in deinem Geist finden. Und die Gedanken sind es, die die Welt für dich wahr machen. Gedanken sind Dinge, die du in der Welt erfährst. Finde den Gedanken des Vergewaltigers in dir, des Betrügers, des Mörders, des Diktators, was auch immer du dort findest. Du wirst alles in dir finden. Du findest den Gedanken eines Elefanten in dir, wie eines Krokodils, wie eines Vogels. Alles ist da. Und der Eiffelturm ist auch in deinen Gedanken, so wie die ganze Welt. Die ganze Welt der Bilder, die du gemacht hast. Und deshalb dreht es sich nicht um Schuld oder Unschuld oder du bist richtig und falsch oder es sollte so sein oder anders sein. Es dreht sich darum, all dies in meinem Geist nach Hause zu holen. Wieder zurückzuholen. Es in Liebe umhüllen. Und anzuerkennen, es ist nie geschehen. Ich habe mich getäuscht. Ich habe über mich selbst getäuscht. Und wenn ich mich über mich selbst täusche, täusche ich mich über die ganze Welt. So einfach. Wenn du es annehmen willst, aber meist muss man sagen, wollen wir noch recht haben mit unseren Überzeugungen. Stimmt's? Aber da ist doch. Und deshalb fragt uns Jesus auf jeder Seite dieses Kurses im Wundern, fragt er uns, möchtest du recht haben oder glücklich sein? Möchtest du immer noch bockig sein oder endlich sanftmütig auf diese Welt schauen? Willst du endlich Frieden oder weiter den Unfrieden, der in deinem Geist ist, wahrmachen? Bist du bereit, die Welt ohne Probleme zu sehen? Stelle dir diese Frage ruhig mal. Sie ist sehr hilfreich, denn irgendetwas in dir möchte die Welt noch nicht ohne Probleme sehen.
Du schaust lieber auf Probleme, anstatt auf die Lösung. Sei ehrlich. Und die Frage, bin ich bereit, die Welt ohne Probleme zu sehen, die zeigt dir ganz genau, wessen Geisteskind du bist. Zum einen wirst du feststellen, dass du immer noch lieber Schuld oder Angriff in der Welt sehen möchtest. Und wenn du das in dir feststellst, das ist sehr hilfreich, wenn du das in dir feststellst, weil du gar nicht so ein guter Mensch bist, wie du glaubst zu sein, wenn du das in dir feststellst, dein Unwillen, die Welt ohne Probleme zu sehen, dann kannst du diesen Unwillen dem Heiligen Geist geben. Er weiß, was damit zu tun ist. Und endlich sind wir in der Bereitschaft, die Welt in unserem Geist zu heilen. Und endlich machen wir wirklich spirituelle Fortschritte und tun nicht nur so in unseren magischen Handlungen, die wir vollführen, dass wir irgendetwas verstanden hätten. Etwas zu verstehen bzw. einen spirituellen Fortschritt zu machen, bedeutet, die Welt von allem loszulassen, wofür ich sie hielt. Von allem loszulassen, wofür ich sie hielt. Und dann werde ich sanftmütig auf diese Welt schauen. Weil ich endlich, wirklich endlich Frieden möchte. Und Frieden wirst du nur erfahren, wenn du dich der Geistesschulung dieses universellen Lehrplanes, den wir einen Kurs in Wundern nennen, hingibst. Und das ist meine Erfahrung, die ich täglich mache. Und so lass uns noch einmal erinnern, die Welt ist eine Projektion und keine Tatsache. Eine Projektion deines Geistes. Und die Welt stellt sich genau so dar, genau, exakt, in jeder Kleinigkeit, wie du sie haben möchtest. Selbst das Blatt am Baum stellt sich genau so dar, wie du es haben möchtest. Es gibt keine Welt außerhalb von dir. Jedes Grashalm ist gezählt. Jedes Blatt am Baum ist genau so arrangiert, wie du es in deinem Geist haben möchtest. Jedes Haar auf dem Kopf jedes Menschen ist genau so arrangiert, wie du es erträumst. Oder wie möchtest du dir erklären, wenn du deine nächtlichen Träume hast? Wo ist die Ursache? Kann der Traum mit all dem, was darin geschieht, ohne dich sein? Nein. Und du siehst, das geht erneut über alle Grenzen des Denkens hinaus. Jedes Haar eines jeden Menschen auf dieser Welt ist gezählt und genau so arrangiert, wie du es haben möchtest. So wie jedes Blatt und jede Schneeflocke, so wie jedes Wasseratom und jedes Lebewesen, das im Wasser existiert. So wie jeden Stern, den du siehst, den Mond wie die Sonne.
Und so frage ich dich erneut, was bist du? Der Träumer oder derjenige, der sich im Traum befindet? Der Träumer holt die ganze Welt nach Hause und ist frei. Er erlöst die Welt von seinen Projektionen und schaut glücklich in eine Welt, in der nichts Duales geschehen kann. Er hat die Illusionen in seinem Geist geheilt. Jeder Atemzug, den irgendein Mensch tut oder nicht tut, ist gezählt. Es geschieht nichts ohne deinen Willen. Es geschieht nichts, gar nichts ohne deinen Willen, du Sohn Gottes, du heiliges Selbst, du machtvoller Geist. Und so können wir uns entscheiden, im Frieden zu sein, durch die Quelle der Schöpfung. Wir haben uns getäuscht, wie Jesus uns so oft sagt und immer wieder sagt. Es ist eine große, große Täuschung. Und so wiederhole ich diesen einleitenden Satz der Lektion 265. Ich habe in der Tat die Welt missverstanden, weil ich ihr meine Sünden auferlegte und diese auf mich zurückblicken sah. Was ist Sünde? Es ist ein Denkfehler. Und ich habe meinen Denkfehler der Welt auferlegt und diese nehme ich nun wahr. Ich sehe sie auf mich zurückblicken. Wie grimmig sie erschienen. Wie habe ich mich täuschen lassen zu denken, dass das, was ich fürchtete, in der Welt war, statt allein in meinem Geist. Dualität erzeugt immer Angst, weil du ein non-dualer Geist bist. In dir gibt es nur die Schönheit und den Sanftmut der Schöpfung. Etwas anderes gibt es nicht. Und dann träumst du eine Welt der Dualität, die dich in Angst und Schrecken versetzt? Es gibt nur Liebe oder Angst. Die Liebe finde ich in der Schöpfung und die Angst in meinem Traum, in meinem Traum, in meiner illusionären Welt. Es findet allein in meinem Geist statt. Hörst du? All das, was du wahrnimmst, findet allein in meinem Geist statt. Nirgendwo anders. Deshalb ist es nie geschehen. Heute sehe ich die Welt in der himmlischen Sanftmut, in der die Schöpfung leuchtet. Sind wir heute bereit, das Leuchten der Schöpfung zu sehen, dessen Liebe zu sehen, dessen Schönheit zu leuchten zu sehen in allem, was wir erblicken?
Sind wir heute bereit, die Welt ohne Probleme zu sehen? Frei, vollkommen frei. Ohne irgendein Geräusch, das ich gemacht habe. Denn ich habe auch die Geräusche gemacht. Ohne irgendetwas, was mich stört, bin ich wirklich bereit? Oder beharre ich immer noch auf meine Ideen von der Welt, die erträumt wurde aus meinem Geist, durch meinen Geist? Heute sehe ich die Welt in der himmlischen Sanftmut, in der die Schöpfung leuchtet. In ihr ist keine Angst. In der Welt ist keine Angst. In der Welt ist kein Angriff. In der Welt ist kein Fehler. In der Welt gibt es niemanden, der irgendetwas tut oder jemals getan hat. In dieser Welt gibt es nichts, was dich bedrohen kann. Das tust du dir alles selber an. Hörst du das? Du tust es dir alles selber an. Bis du vergibst. Und wenn du es vergeben hast, kann es niemals mehr erscheinen. Denn die Vergebung geschieht durch den Geist Gottes. Und was durch den Geist Gottes berichtigt wurde, wird niemals mehr als Problem erscheinen können. Oder als Angriff, oder als Konflikt, oder als Krankheit, oder was immer du für dich wahrgemacht hast. In der Welt ist keine Angst. In der Welt ist gar nichts, es ist nur Liebe. Du kannst nur Liebe sehen. Alles andere kannst du gar nicht sehen. Oder möchtest du sagen, dass Bildermachen sehen ist? Nein, es ist immer noch Bildermachen. Lass keine Erscheinung meiner Sünden des Himmels Licht verschleiern, das auf die Welt herabscheint. Wollen wir heute den Erscheinungen, die wir gemacht haben, keinen Glauben mehr schenken? Hey, wir sind hier, um zu erwachen. Wir sind hier, um uns zu erlösen. Wir sind hier, um Frieden anzuerkennen, der noch niemals unseren Geist verlassen hat. Wir konnten ihn wohl dissoziieren, aber er ist immer noch da. Wir wollen anerkennen, dass wir eins in der Schöpfung sind. Wir wollen anerkennen, dass die Liebe Gottes mich jetzt umgibt. Mich umgibt nur die Liebe Gottes und nicht meine verrückten Ideen. Welcher wahrnehmungsgestörte Teil in mir möchte die Welt wohl immer noch wahrmachen? Welcher wahrnehmungsgestörte Teil in mir möchte unbedingt darauf beharren, dass hier ein Problem ist und da keins? Es muss offensichtlich ein wahrnehmungsgestörter Teil in uns sein. Denn die ganze Welt ist Wahrnehmungsstörung. Und das ist es, worunter wir leiden. Das ist das Einzige, worunter wir leiden. Und wir können unser Leid, ja, jetzt beenden. Lass keine Erscheinung meiner Sünden des Himmels Licht verschleiern, das auf die Welt herabscheint. Was sich dort spiegelt, ist in Gottes Geist. Die Bilder, die ich sehe, spiegeln meine Gedanken wider.
Doch ist mein Geist mit dem Geist Gottes eins, und so kann ich der Schöpfung Sanftmut wahrnehmen. Was möchtest du heute wahrnehmen? Was möchtest du heute sehen? Was möchtest du heute hören? Du brauchst Hilfe, stimmt's? Und hier sind Worte, die dir gereicht werden, um Hilfe zu empfangen, wenn du bereit bist. Und vielleicht bemerkst du, dieser Kurs ist für diejenigen, die sich erlösen wollen. Und nicht für diejenigen, die ihr Ego noch optimieren wollen, weil sie mehr von etwas brauchen. Weil sie irgendetwas anders haben wollen, weil dies oder das ihnen nicht gefällt. Wir sind hier, um die Welt in unserem Geist aufzugeben. Und durch die Liebe und das Leuchten der Sanftmut Gottes ersetzen. In Stille möchte ich auf die Welt schauen, die nur deine Gedanken spiegelt und auch die meinen. Ich will mich daran erinnern, dass sie dasselbe sind, dann werde ich der Schöpfung Sanftmut sehen. Ich möchte erkennen, dass in Wahrheit die Gedanken Gottes dieselben sind wie die meinen. Und ich möchte alle anderen Gedanken beenden. Ich brauche sie nicht mehr. Schauen wir heute sanftmütig auf die Welt. Und wir werden Sanftmut erfahren. Wir werden sie in unserem Geist erkennen, weil wir die Schreckensbilder aufgeben, die wir gemacht haben. Steh auf, richte dich auf und anerkenne, dass du eins bist in des Schöpfers Sanftmut und du umgeben bist, durchdrungen bist und eins bist in der Liebe Gottes. Danke für dein heutiges sanftmütiges Lauschen und deine Hingabe an die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit für dich erkannt hast, erkennt es die ganze Welt.